Genau, waren 57 671 nach Oberstdorf. Wir befinden uns im Jahr 2014. Moin Kollege, du hast nun die Aufgabe, die Regionalbahn 57 671 von Immenstadt bis an seine Endstation nach Oberstdorf zu bringen. Du wärst dabei an allen Unterwegsbahnhöfen. Bevor es losgeht, mache bitte deinen Desiro soweit abfahrbereit und schalte Sicherungssysteme dazu. Dir bleibt dafür noch genug Zeit, denn es geht erst in 4 Minuten um 16.20 Uhr los. Und somit herzlich willkommen zur Fahrt mit der Regionalbahn 57 671 von Immenstadt nach Oberstdorf über die Allgäubahn. Der Desiro Classic Baureihe 642 steht hier in Immenstadt am dortigen Bahnhof oder im dortigen Bahnhof auf Gleis 3. Und nun muss der Desiro Baureihe 642 erst einmal aufgerüstet werden. Am Hausbahnsteig auf Gleis 1 steht die Regionalbahn bestehend aus der Baureihe 612 nach Kempten. Und im Führerstand des Desiro Classic angekommen wird einmal der Schlüssel eingesteckt und nach rechts gedreht. Somit sind erstmal alle Displays aktiv. Nun wird der Richtungswender in die Vorwärtsposition verlegt, das ZG1 wird eingeschalten und die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten. Anschließend wird die Türenseite des Zuges bzw. wird die linke Türenseite des Zuges vorgewählt und dann auch geöffnet. Somit können die lieben Fahrgäste einsteigen und der Schiebetritt fährt auch aus und schon steigen die ersten Fahrgäste ein. Nun müssen noch die Zugbeeinflussungssysteme eingeschalten werden. Einmal die SIFA und einmal die PCB90 gefahren wird im Zugsicherungssystem oder Zugbeeinflussungssystem. PCB90 darin in der oberen Zugart, somit ist bei Beeinflussung der Leuchtmelder 85 aktiv. Der Federspeicher wird gelöst, die Bremse wird gelöst und nun werden die zwei 6-Zylinder Dieselmotoren gestartet. Oh, sehr schön, da vibrieren gleich die Innenscheiben. Ja, nun muss noch die Zugzielanzeige am Fahrzeug eingestellt werden. Hier soll Oberstdorf beschildert werden. Das ist in dem Fall die 37. Wunderbar. Und nun muss sich der Lokführer noch im GSMR-Zugfunknetz anmelden. Dazu wird hier einmal der Kanal ausgewählt. In dem Fall der Kanal B und Kanal 24. Dann hier einmal anmelden sagen und sobald hier die Anmeldemaske weg ist und hier auch der Kanal dann angezeigt wird, ist man im GSMR-Zugfunknetz angemeldet. Ja, Zugzielanzeige passt auch, Oberstdorf. Und somit ist die Regionalbahn 57 671 abfahrbereit. Die letzten Fahrgäste steigen zu. Bahnland Bayern, Zeit für dich, Regio DB. Und was ist das hier für eine schöne Bergkulisse? Ja, und das Gleis 3 ist hier auch noch ein Deckungsgleis. Sehr schön. So, die Fahrgäste können noch einsteigen. Die Türen werden gleich geschlossen. Und dann kann die Fahrt in Richtung Oberstdorf beginnen. Die Zustimmung zur Ausfahrt ist bereits erteilt. So, dann werden die Türen einmal geschlossen. Ein kurzer Sicherheitsblick wird durchgeführt. Der Schiebetritt wird eingefahren. Perfekt. Und dann kann die Leistung dann auch schon gleich aufgeschalten werden. Die fahrplanmäßige Abfahrtszeit ist um 16.20 Uhr. Die PCB befindet sich nun im Wechselblinken. Und daraus kann sich der Lokführer gleich mal befreien, denn es darf auf
60 Kilometer pro Stunde beschleunigt werden. KS1. Und vorne zweigt dann einmal die Strecke nach Kempten ab. Und nach rechts geht's nach Bleichach bzw. nach Oberstdorf. Mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 geht es rauf auf 80 km pro Stunde. Und links im MTD kann man auch schön sehen, wie viel Kilonewton gerade verbraucht werden. Oder Grüß Gott, sehr verehrte Fahrgäste, das Zugpersonal von Tiberik Albersprogen begrüßt in der Regionalbahn 57671. Auf der Fahrt von Immenstadt nach Oberstdorf mit Halt auf allen unterwegs von Häfen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Zunächst auf Abend, wer sich halt, ist Bleichach im Allgäu. Jawohl, sehr schöne Ansage. Ja, nicht wie viel Kilonewton verbraucht werden, sondern wie hoch eben gerade der Kilonewton-Wert ist. Und die Regionalbahn 57671 wird aus einer Einheit Desiro Classic Baureihe 642 gebildet. Und das kann man dann hier unten auch aus dem MTD entnehmen. Hier Teilnehmer 1. Ja, ein sehr, sehr schöner Dieseltriebzug, der ja im Regionalverkehr zum Einsatz kommt. Und die DHL-Container, die sehen ja auch mal richtig grottig aus. Die haben auch schon ihre besten Tage hinter sich. Ja, die Strecke ist eingleisig, hier nach Oberstdorf, bis auf die Ausweich- und Kreuzungsmöglichkeiten. Also im Endeffekt bis auf die Stationen oder im Bereich der Stationen und Bahnhöfe stehen natürlich mehr Gleise zur Verfügung. Ja, und hier wird noch das Gras zu Heuballen gepresst. Und vorbei geht's an glücklichen bayerischen Kühen. Ja, und dann erreicht die Regionalbahn auch gleich Bleichach. KS1, Einfahrsignal. Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Nächster Halt, Bleichach im Allgäu. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieses Bremsgeräusch, sehr schön. So, dann kann schon mal die rechte Türenseite des Zuges vorgewählt werden. Die Regionalbahn erreicht Bleichach auf Gleis 1. Und auch sehr schön zu sehen, ne? Der Schiebetritt passt genau zur Bahnsteigkante, also traumhaft. Ja, die Allgäubahn wechselt ja zwischen den Regierungsbezirken Allgäu und Schwaben. So, die Türen werden einmal geschlossen. Und sobald der Leuchtmelder grün, Türe auf, zu Türe zu grün gewechselt hat, sind die Türen geschlossen und die Leistung kann wieder aufgeschalten werden. Bahnland Bayern, Zeit für dich, betrieben von der Regio DB. C
beziehungsweise die Regionalbahn wird hier betrieben von Regio DB. KS1 und das Ausfahrsignal ist wieder ein reines Hauptsignal zu erkennen an dem weiß-rot-weißen Mastschild. So, rauf geht's auf 80 und dann geht's gleich wieder runter auf 60. Am LF6 befindet sich ein daueraktiver 1000 Hertz PCB-Streckenmagnet. Hier ist dann natürlich einmal die Wachsamkeitstaste der PCB zu betätigen. Das ist mal ein schöner Ausblick hier aus dem Führerstand aussehe. Ja, perfektes Wetter hier in Bayern. Und mit der Reihen des Zugschlusses am LF7 geht es wieder rauf auf 80 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Ja, die Züge der Baureihe 642 wurden ja gebaut von Siemens Mobility. BÜ1, Bahnübergang Überwachungssignal. BÜ1 bedeutet, der Bahnübergang ist gesichert. Ja, und überwiegend kommt der D0 Classic in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, in Bayern und auch in Sachsen zum Einsatz. Der ZS3V kündigt einen Geschwindigkeitswechsel auf 60 km pro Stunde an, denn ja, in den genannten Bundesländern sind eben sehr viele nicht elektrifizierte Strecken gebaut worden und somit kommt hier der Zug natürlich öfter zum Einsatz. Vorbei geht's am Mackie, sehr schön. Oh, VR0, Halt erwarten. Nächster Halt, Sonthofen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war das Einfahrsignal von Sonthofen. Vermute mal, dass hier eine Zugkreuzung ansteht. Somit dürfte dann auch gleich der 500 Hertz Leuchtmelder im Führerstand aufleuchten, denn der 500 Hertz PCB Streckenmagnet ist natürlich aktiv. Ja, und hier wird der hintere Bereich des Bahnsteiges gar nicht mehr genutzt. Oh, der sieht ja mal schon richtig verwachsen aus. So, Türfreigabe links. Der D0 Classic Baureihe 642 verfügt natürlich über eine Scharfenbergkupplung. Schauen wir mal, ob da die Fahrstraße schon gestellt ist. Jawohl, Fahrstraße ist gelegt. Auch hier sehr schön, wie hier die Werbung immer wechselt, ne? Vom alkoholischen Getränk zum Cola. Ah, eine Baureihe 294, XV100.
So, und die Türen können schon geschlossen werden. Und sobald dann die gleisfreie Rückmeldeanlage zurückgemeldet hat, dass der Streckenbereich frei ist, dürfte auch die Fahrstraße gelegt werden. Das ist jetzt der Fall. Und somit kann die Leistung wieder aufgeschalten werden. Ah, und hier, Mackie-Werbung. Ah, da wechselt auch die Werbung beidseitig und auch jeweils in andere Werbungsformate oder andere Werbungsplakate. So, rauf geht's auf 60 Kilometer pro Stunde. Das heißt, der Triebfahrzeugführer kann sich aus der restriktiven Überwachung befreien. Und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 mit der Kennziffer 8 geht's rauf auf 80 Kilometer pro Stunde. Das nächste Bahnübergang-Überwachungssignal signalisiert ebenfalls BÜ1 und das ist dann meine Bergkulisse. Ja, und hier wird die Strecke oben am Bahndamm geführt. Das sieht ja mal schön aus. Hier haben wir einen schönen Blick in die Gärten. Oh, hier mit Swimmingpool. Ja, da sieht man, wo das Geld daheim ist, ne? Ja, gebaut wurde der Desiro Classic von 1998 bis 2008. Ausgemustert wurde er noch nicht. Warum auch? Ist ein klasse Fahrzeug. VR1 wird am Vorsignal signalisiert. Hier handelt es sich auch um ein Vorsignal, denn die Vorsignaltafel befindet sich unten am Mastschild. Zwei aufeinander zeigende, ja, fast Dreiecke oder Spitzen, würde ich es mal sagen. Vorbei geht's am GSMA Zugfunkmast. Und das Vorsignal signalisiert VR0. Halt erwarten. Nächster Halt: Altstetten im Allgäu. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Altstetten im Allgäu. Hey. Naja. So, der 500 Hertz Leuchtmelder ist natürlich aktiv. Das heißt, es darf mit 45 km pro Stunde minus 5 km Toleranzwert dann auf HP0 eingebremst werden. Und da wartet anscheinend ein Alex auf die Einfahrt. Fahrstraße ist auf jeden Fall schon mal gelegt. Ja, maximal 3 Einheiten können gekuppelt werden. Also das ist dann die sogenannte Mehrfachtraktion. So, und dann können auch die Türen gleich schon wieder geschlossen werden.
So, jetzt hat er die Einfahrt erteilt bekommen. Oder die Zustimmung zur Einfahrt. Ja, bei den ÖBB ist die Baureihe ja der Herkules. So, dann können die Türen auch gleich geschlossen werden. Der Kollege fährt hier durch. Und schon ist die Fahrstraße gelegt. Nächster Halt, Fischen. HP1. Und nun darf mit maximal 25 km pro Stunde ja der Bahnhof verlassen werden. Oder der Haltepunkt, besser gesagt. Und dann geht's rauf auf 80 km pro Stunde. Einfach schön hier, die Allgäubahn. Und ein Trainspotter, der hält auch hier mal nochmal kräftig drauf. Das ist ja mal eine große Weide, ne? Beziehungsweise viele Tiere sind hier untergebracht. Der nächste Geschwindigkeitswechsel wird angekündigt. Es geht runter auf 50 km pro Stunde. Und es muss einmal gepfiffen werden. Für eine Dauer von mindestens 3 Sekunden. Ja, und der Grund ist ganz einfach, denn der Bahnübergang ist nicht gesichert, weder durch eine Blinkanlage oder durch Schranken. Deswegen muss gepfiffen werden, um die Zugfahrt anzukündigen. VR2, Langsamfahrt erwarten mit 40 km pro Stunde. Ja, die Vegetation ist ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Müsste auch mal Vegetationspflege betrieben werden. Ja, und hier handelt es sich jetzt wieder um einen reinen Wiederholer. Denn am Signalmast befindet sich keine Vorsignaltafel. HP2 VR2. Nächster Halt, Fischen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Na, aber wie eng das Ganze hier auch besiedelt ist und ne, gebaut wurde, das ist schon interessant. Ja, richtig viel los hier. In Fischen. Ah, da sieht man schön die Abgasfahne. So, HP2 Langsamfahrt mit 40 km pro Stunde. Ja, der Desiro darf maximal 120 km pro Stunde schnell fahren. Ich finde auch vom Führerstand her ist der Desiro wirklich richtig schön gestaltet. Also man findet sich schnell zurecht. Ja, und er hat wirklich ordentlich Leistung unter der Haube. Der Antrieb ist natürlich dieselmechanisch. Das ist mal eine Bergkulisse hier. Perfektes Wetter hier in Bayern. So, Langenwang ist der nächste fahrplanmäßige Halt. Und dann befindet sich die Regionalbahn nämlich schon wieder in Schwaben, im Schwabenländle. Und mit Erreichen des Zugschlusses am LF7 geht es rauf auf 60 km pro Stunde. Somit kann sich der Triebfahrzeugführer aus der restriktiven Überwachung befreien. Ja, und die Autos sind ja auch zackig unterwegs. Ja, und der Landwirt, der hat hier mal bei seinen Schäfchen vorbeigeschaut. So, Geschwindigkeitswechsel auf 20 km pro Stunde wird angekündigt. Aber erst einmal geht's noch ein Stückchen mit 50 km pro Stunde weiter. Das ist so ein guter Mittelwert jetzt. Denn hier geht es ein bisschen bergauf und deswegen muss die Leistung ein bisschen aufgeschalten bleiben. So, erstmal geht es runter auf 40 km pro Stunde. Langsamfahrt und Halt erwarten. Ja, wunderbar. Aber die Signalbegriffe sind sehr gut zu erkennen. So, und jetzt geht es dann runter auf 20 km pro Stunde. Das Ganze ist auch abgesichert durch einen daueraktiven 500 Hz PCB-Streckenmagneten.
Da brummen sie schön, die zwei Sechszylinder-Dieselmotoren von der MAN. So, und mit der Reihe des Zugschlusses am LF7 geht es gleich wieder rauf auf 40 km pro Stunde. Und der 500-Hertz-Leuchtmelder muss natürlich aus sein. Nächster Halt, Langenwang in Schwaben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aufstieg rechts. Und natürlich die Baureihe 612 ist auch hier auf diesem Streckenast unterwegs. Servus. So, und dann können die Türen schon wieder geschlossen werden. Und in dem Fall gilt jetzt die Geschwindigkeit, die das Signal signalisiert. Langsamfahrt mit 40 km pro Stunde. Denn hier rechts wäre noch das LF7 zu sehen. Der nächste Halt ist dann schon Oberstdorf. P2, Langsamfahrt. ECB befindet sich auch in der restriktiven Überwachung. Rauf auf 50 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Der Lokführer kann sich aus der restriktiven Überwachung befreien. Und hier ist ja die Vegetation auch schon ziemlich weit fortgeschritten, und zwar in Richtung Gleis. Also da müsste mal dringend zurückgeschnitten werden, also die Vegetationspflege durchgeführt werden. Denn das ist schon ein Sicherheitsrisiko. BU1. Rauf geht's auf 70 km pro Stunde. Ja, was auch interessant ist, bei den oder bei einigen DeSiro Classic gab es keine erste Klasse für die Fahrgäste. Sondern nur reine zweite Klasse Züge oder Abteile. Das ist mal eine Bergkulisse. VR2.
Nächster Halt, Oberstdorf. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit DB Regio Bayern. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, sehr schön. Und jetzt muss dann noch auf 30 km pro Stunde die Geschwindigkeit reduziert werden. SH1. Und die zwei Baureihen 218 sind ja auch abgestellt auf dem Stumpfgleis und warten auf ihren nächsten Einsatz. Gleis 1. Hier können dann die Fahrgäste aussteigen. Und der Dieselmotor der Baureihe 612 läuft auch schon. So, Türfreigabe links. Und dann geht es noch in die Abstellung. Das heißt, der Richtungswender wird schon mal in die Mittelstellung hier verlegt. Nun bitte den Führerstand wechseln und den Zug noch aufs Abstellgleis bringen. Rote Signale dürfen auf dem Weg dahin passiert werden. Also die Zustimmung von der Fahrdienstleitung ist erteilt. Befehl 40. Und hier muss jetzt der Führerstand auch erst nochmal aufgerüstet werden. Das heißt, genau, man muss hier erstmal einen Schlüssel abziehen. Und dann den Schlüssel natürlich mitnehmen. So ist es korrekt. Dann kann man hier den Führerstand wieder aufrüsten. Das ZG1 wird eingeschalten. Der Richtungswender geht in die Vorwärtsposition. Die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten. Der Federspeicher ist ja gelöst. So, aber ich glaube, die Türen müssen noch geschlossen werden. Jawohl. Schauen wir mal, ob das müsste so auch funktionieren. Jawohl. Die Bremse wird einmal gelöst. Die Zugbremse. Der Dieselmotor läuft ja. Genau, die Zugdienanzeige am Fahrzeug, die spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und dann kann auf 25 km pro Stunde beschleunigt werden. Perfekt, die Zustimmung zur Rangierfahrt ist erteilt. Vmax 20 km pro Stunde, beziehungsweise 25 km pro Stunde. Befehl 40 wird hier natürlich angewendet.
Die Gleissperre ist auch geöffnet. Wäre schlecht, wenn nicht. Und dann geht's hier jetzt ins Absteiggleis 52. Denn die D0-Einheit wird jetzt erstmal nicht benötigt. Das übernimmt jetzt der 612er. Oh, hier liegen noch alte Betonschwellen herum. So, und dann kann das ZG1 schon mal ausgeschalten werden. Und der Richtungswender wird in die Nullstellung verlegt. Ja, und ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW, Servus.